Ja, hi. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Death Stranding. Was ich jetzt aber mal machen wollte, eigentlich die ganze Zeit, geht das hier eigentlich auch, dass ich dem liefern, erstmal die verlorene Fracht. Ja, hier. Was? Du behältst alle Frachtstücke, die hier nicht... Okay. Ja. Wie dem auch sein. Okay, gut, geht halt. Geht anscheinend nicht. Ich kann das hier nicht liefern, aber ich wollte noch was recyceln. Habe ich eigentlich noch Botten? Muss mal gucken. Ich habe noch ein paar. Aber mal erstmal die Dinger hier. Hauen wir alle hier rein. Er braucht ja eh ein bisschen mehr, ne? Und die Stiefel. Mal auch gleich mal da rein. Recyceln. Entschuldigung, Alter, was? Mein Gott. Oha. Jo, recyceln, Keramik recyceln. Weil das ist ja fast alles im Arsch, deswegen. Haben wir noch irgendwas, was übel kaputt ist? Ich meine, bringt nicht. Ich schleppe das, glaube ich, auch schon eine halbe Ewigkeit mit mir rum. Okay, hier haben wir nicht so viel Schaden. Die Blutgranaten behalte ich auf jeden Fall alle. Exoskelett auch. Oh, go. Stiefel ziehe ich mir gleich an. Keine Sorge. Er wird zu 100% für irgendwas gebrauchen können. Und dann machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg zurück. Und es wird immer noch ein bisschen komplexer, auch mit der Waffe. Obwohl ich mich auf die eigentlich freue. Wenn ich mir GDs davon von Leib halten kann, ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, kein Problem. Mach ich doch lieb gerne. So, ja, er braucht's ja auch. So, privater Spind, ich will erstmal, warte mal. In Lager. Habe ich das nicht mitgenommen? Hau ich mal daran. Ja, Botenstiefel. Warte, Schuhe anziehen. Blutbeutel. Habe ich in meinem privaten Schrank gar nicht mehr, außer jetzt die verkackte Keramik. Also auf dem Rücken habe ich die verkackte Keramik, aber ansonsten. Ich wollte mir noch so ein. Wie heißt das? CTK? TCK? Irgendwie sowas. Was denn, damit ich da was. Oder kann ich mir das hier herstellen? Kraftskelett? Brauche ich eigentlich kein neues. Ich müsste meins bloß aufladen, aber das kann ich ja hier herstellen, ne? Der müsste Ressourcen haben. Ja, ich möchte eins herstellen. Oder fehlt mir da was für? 40, 32. Ja, dann stell her. Warte. Achso, ich muss das mal bestätigen. Blutbeutel, Leiter, Kletter. Ja, dann brauchen wir noch eine Leiter. Eine Kletterverankerung. Ich meine, das braucht ja nicht viel Ressourcen. Boots, Skelett habe ich ja noch. Die Gun habe ich ja auch. Ich stelle mir bloß die Sachen her. Das dürfte gehen. Befestigen. Okay. Und dann baue ich hier hundertprozentig erstmal einen Generator hin. So. Vielen Dank für deinen Beitrag. Kein Problem. Ja, bitte. Ausgezeichnet, Sam. Du hast das Netz um 3 Wegposten erweitert. Ich bin super, ich weiß. Die Prepper sind eingespannt und das chirale Netzwerk gedeiht besser denn je. Wir wollen ein örtliches Verteilerzentrum als nächsten Wegposten nutzen. Aber das muss warten. Ich habe hier einen dringenden Auftrag. Nein. Ein Problem, das gelöst werden muss. Du musst einen von Lake Knot City Servern für uns wieder beschaffen. Er wurde nach einer Reparatur auf dem Rücktransport von Mules gestohlen. Der Server enthält Validierungsdaten für ein neues Liefersystem, das wir einsetzen. Es soll das chirale Netzwerk nutzen, um Lieferungen zu automatisieren. Für uns ist er unverzichtbar. Die Mules könnten ihn auch für einen Toaster halten. Ein Toaster, aus dem sie chirale Kristalle und seltene Erdmetalle herausreißen werden. Ohne schnelles Handeln könnten wir die Daten verlieren.
Also ab mit dir zum Ablageplatz der Mules. Schnapp dir den Server und bring ihn nach Lake Knot City zurück. Ich lege den Auftrag selbst an. Über deine Handschellen erfährst du mehr. Ja, Chef. Pass auf. Bevor wir das jetzt machen. Das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. So, das machen wir mal. Briefkasten will ich nicht. Will ich nicht. Geht nicht, Sam. Der Abstand zwischen Konstruktionen muss größer sein. Du musst dir eine Stelle außerhalb des Sensorenrings suchen. Wollte ich auch. Ich dachte, ich wäre schon draußen. Aber ganz ehrlich, jeder, der das Skelett hat und neu anfängt, der braucht das Ding. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. So. Damit auch mein Skelett mal wieder aufgeladen wird. Aha. Ich meine, dem habe ich schon mehr geliefert als allen anderen. Also das sollte eigentlich passen hier. Von der chiralen Bandbreite her. Ich würde mir ja selber dafür ein Like geben, aber nee. Komm. Schön. Das hat funktioniert. Das ist sehr nice. Wo soll ich denn jetzt überhaupt nochmal hin? In das Gebiet hier, oder? Also da nicht. Ich muss erstmal die Markierung alle entfernen. Alle Markierungen entfernen. Nein. Scheiße. Okay. Die sind, glaube ich, jetzt so weit weg, ne? Mühlenlager, südwestlich, bla. Okay, dann muss ich da hin. Ach, da ist es ja gleich in meinem Gebiet, okay. Dann machen wir mal Folgendes. Gehen wir direkt dahin. Ich meine, ich habe super Botten. Super Skelett, dann passt das schon. Aber wo ist meine komische Waffe? Das ist Blutgranate, das ist das. Kann ich damit auch zielen? Ah, okay. Ich meine, ich lege es jetzt nicht unbedingt drauf an, aber... Pff, hey. Sollte passen. Oder ich hoffe mal, dass das passt. Schießt Drähte. Okay. Verlorene Facht. Schlaftabletten. Ja, ganz ehrlich, hier. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht wirklich viel Fracht dabei, ne? Also gönnen wir uns das mal. Nö. Ganz ruhig, Sir. Ganz ruhig. Mach ganz ruhig. Jo, hier. Nein, Alter, du sollst ein Like vergeben, du Blödmann. Okay, das sieht sehr ungünstig da drüben aus. Ihr mich auch. Okay, der alte Mann kommt danach. Wenn ich das jetzt eigentlich loslasse, holt er die Waffe. Ja, er holt die Waffe gleich wieder raus. Schön. Ich muss ja da ins Hauptquartier jetzt rein. Also, na, guck mal, das ist sehr schön. Theoretisch sollten sie mich hinter dem Felsen nicht sehen. Okay, die vielleicht schon. Alter, oh, voll ins Gesicht. Das tut mir jetzt aber leid. Normalerweise müsste der ersaufen. Und ich weiß nicht, wie lange dieses Ding wie lange das Ding hält. Okay, das war zwar der falsche. Scheiße. Kann ich hier auch gleich mehrere? Ich kann immer bloß einen. Und er wundert sich nicht, weißt du? Er wundert sich halt einfach mal gar nicht.
Oh, warte mal. Warte mal, warte mal. Die Leiter will ich nicht. Und sag mir nicht, die können sich befreien. Das wäre scheiße. Ah! Alter, du Arschloch. Okay. Oh, tschüss, Junge. Geh schlafen. Fluss. Arschloch. Ist aber. So. Kann ich jetzt... Also, ich weiß nicht, wo der jetzt herkam. Der muss doch wahrscheinlich noch irgendwo hier hinten gewesen sein. Ich würde gerne mal wissen, kann ich die ihren Truck klauen? Scheint so. Ah, warte, 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 nicht umstürzen. Ich muss das probieren. Material zerstört, das ist mir eigentlich relativ, also, naja, okay, nicht egal, aber okay, er will irgendwie nicht rückwärts fahren, warum auch immer. Alter, ich sehe nichts. Bin ich safe? Ich hoffe mal, ich bin safe. Ah, gut. Ist das ein neuer? Ich weiß nicht, aber wenn ich den Truck nehmen kann, wäre es schon mal schön. Dann würde ich den nämlich auch benutzen. Alter, was denn? Hä? Jetzt will ich sagen, jetzt kommen hier noch mehr Leute. Warte mal, ich muss das erstmal, ich muss erstmal die Lage checken. Was zum Fick? Wo soll ich denn hier hin, Mann? Systemserver, ist das der? Systemserver, okay, gut. Verlorene Fracht, ja, hau ich mal rein. Was, deine aktuelle Lage wird optimiert, okay. Ist das jetzt das Richtige, was ich holen musste? Ich weiß es nicht. Ach ja, beschaffe das Systemserver der Mules. Okay, habe ich. Okay, ich krieg wieder Besuch. Ganz ehrlich. Nein, Alter. Nimm das Fahrzeug. Ich werde Spaß haben, mal gleich zum Opa fahren. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich hoffe, ich komme auch zum Opa hin. Warte mal, geht das eigentlich so einfach? Der Alte. Ich muss ja über die Berge, ne? Aber ich finde schön, dass wir wieder ein Fahrzeug haben. Ich meine, der Alte, das könnte ein bisschen schwierig werden, wenn er da oben ist. Aber, wenn GDs kommen sollten, ganz ehrlich, da bin ich lieber in dem Fahrzeug drin. Okay, ich bin fast aus dem Gebiet raus. Der Alte ist, glaube ich, oben gewesen. Außerdem, wer soll hier noch großartig kommen? Ich habe die alle platt gemacht. So. Ja. Läuft. Läuft. Ja, aber wieder hochkommen. Ich muss ja irgendwie zum Alten hinkommen. Oder von der anderen Seite. Ich weiß nicht. Wir schauen mal. Ich hoffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh fuck. Fuck, fuck, Alter. Oh, ist das eine Krücke. So, Fixer jetzt so. Ich habe doch Paket vom alten Mann. Ich könnte das Fahrzeug ja auch hier stehen lassen. Warte mal kurz, ich steige mal kurz aus. Da ist was zum Einsammeln. So. Mehr wollte ich schon nicht. 52, das passt. Ich will aber eigentlich mit dem, wenn es geht, mit dem Fahrzeug weiter voran. So, Fahrzeug benutzen. Wie kommen wir jetzt zum alten? Mit der Karre. Mit der Karre wäre echt schön. Ja, der Alte ist halt...
Der Alte ist halt, ne? Ist jetzt nicht dein Ernst. Ist jetzt nicht dein Ernst, Karre. Da, Alter. Da. Willst du mich verarschen? Ich komme hier nicht bei dem Fluss durch. Weil der zu tief ist. Ich dachte, die Karren taugen mehr. Alter, war mir das Moped aber lieber. Oh, aber mit ganz, oh, mit ganz viel Gefühl, du. Mit ganz viel Gefühl. Wow. Wir können so viel Fracht hier rumtransportieren. Aber ich komme da nicht hoch. Ich komme da zu dem alten... Okay. Nein, da ist niemand. Ich bin schon wieder kurz vom Wasser. Warte, Ingenieur. Ich muss zu Lake Nod, ne? Okay, ich werde das mal... Ich werde das mal hier zum... Nee, warte mal. Warte. Wo bin ich denn überhaupt? So. Pass auf, Truck. Ab zum Ingenieur. Von da aus hier rüber. Dann darüber und dann darüber. So, das ist gerade mal ein Kilometer. Ich wollte gerade sagen, wenn die Karre jetzt wieder abkackt. Warte mal. Ich meine, nimmt ihr auch Sachen komplett die ganze Zeit so mit, dass ich jetzt einen Haufen Scheißdeck tragen kann? Weil dann würde ich mal gucken. Frachtmenü öffnen. Ich meine, im Truck ist, ja, Rosin. Dann würde ich mal laden, Fahrzeug. Systemserver würde ich gerne bei mir behalten, um ehrlich zu sein. Granaten. Ich habe ja jetzt nicht so viel schwere Sachen, ne? Kettenverankerung. Ja, das ist schon mal okay. Ich wollte bloß mal gucken, ob wir jetzt einiges noch in den Truck laden können. Weil dann könnte ich halt einen Haufen Scheiß mitnehmen. Was auch nicht so schlecht ist. Einen Haufen verlorene Fracht wiederbringen. So, jetzt würde ich aber gerne mal meinen Markierungsblar haben. Ach, da drüben. Natürlich von der anderen Seite vom Wasser. Boah, die Kiste, ne? Kann ich eigentlich auch hiermit scannen? Jo, das geht sogar. Schön. Ich hoffe bloß, ich komme da irgendwie heile an. Ich meine, wenn ich jetzt schon mal auf der Seite bin, dann bleibe ich auch jetzt erstmal hier. Schnell ist das Ding nicht. Kann ich schon mal dazu sagen. Und die Steuerung ist auch, naja, du lala. Und ich werde zwischendurch einfach mal auch aussteigen müssen. Einfach nur aus folgendem Grund, weil hier, ne? Wenn ich mal was sehe zum Einsammeln, dann nehme ich das auch mit. Auch wenn das jetzt nicht wirklich viel war. Nein, alles okay. Alles okay, verpiss dich. Jetzt hau doch mal ab hier. So, jetzt muss ins Fahrzeug steigen. Entschuldigung, ich habe zu lange gedrückt. So, meine Freunde. Auf geht's in Richtung Heimat. Ich hätte dem Opa gerne noch sein Zeug gebracht, um ehrlich zu sein. Aber naja, gut. Das kommt halt vor. Naja, da hat irgendwas geblinkt, aber nicht... Das sieht mir nicht so vertrauenserweckend aus, um ehrlich zu sein. Warte. Schrottteile, ja. Hä, ist das meine eigene verlorene Fracht? Tatsache. Ah, nee, Quatsch, nee, das war bloß ein ähnlicher... Ja, was heißt ähnlicher Name? Es sah im ersten Moment so aus. Nee, Quark. War ja gar nicht meins. Okay. Hier ist der Ingenieur, der komischerweise kein Dings hat. Ja. Was hat denn das mit dieser riesen Brücke auf sich? Ich meine, ich habe schon was gelesen mit Sachen, die wir bloß zusammen machen können. Ich traue dem Ganzen nicht so wirklich. Ich traue dem Ganzen gar nicht. Ich meine, hier fliegt mir zu viel Zeug nach oben. Das Ding wird doch nicht schon...
fertig sein, oder? Also wenn, dann wird das echt schnell. Es sieht zwar relativ scheiße aus, aber... Oder es ist von denen. Weil ich habe jetzt halt von Konstruktion gehört, die man wirklich bloß im Verbund machen kann. Das würde sonst eine halbe Ewigkeit dauern, das alleine zu machen. Weil wenn man Zeug hinliefern muss und so, ne? Weil das extrem lange dauert. Vielleicht haben sich da schon einige zusammengeschlossen und haben das Ding einfach mal fertig gebastelt. Was natürlich nice wäre. Und hier komme ich nämlich auch direkt rüber. Und zu einem Stromding. Und eigentlich aus der Zone, gleich wieder raus, ne? Nicht mehr im Stromnetz. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Okay, jetzt weiß ich auch, wofür das da ist. Auch wenn das hier relativ schwachsinnig ist, weil wir sind ja schon da. Ja. Dankeschön. Okay, das geht auf jeden Fall schnell. Schön, dass wir jetzt so eine Karre wenigstens haben. Dürft ihr auch theoretischerweise gleich damit reinfahren können, oder? Moin! Bin der Neue. Ich habe überhaupt gar keine Lags vergeben, das hat das automatisch gemacht. Ich habe das Gefühl, das wird doch ein bisschen zu groß sein. Leider, leider, leider. Ich pack's mal draußen. Alles klar. Coole Geschichte. So. Okay, wir steigen mal aus. Ich werde mal den Scheiß vom Dings, vom Auto wieder runternehmen. Ladefläche. Ist nicht so viel, aber dann haben wir wenigstens alles dabei. Ja, ist okay. Passt schon. Haben wir alles abgeladen? Sehr schön. Und vielleicht darf ich jetzt die anderen Fahrzeuge auch mal benutzen. Das wäre echt nice. Oh, na komm, Junge. Auf geht's. Wir haben noch vier vor uns. Ja, ja, alles abgeschlossen. So. Warte, 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 warte. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ab zum Terminal. So, liefern. Ich mache erstmal die verlorene Fracht, bevor wir das Wichtige machen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah doch, theoretisch sollte es reichen. Oder müsste ich alles abgeliefert haben? Verlorene Fracht. Der alte. Eigentlich wollte ich das zu dem alten bringen, aber... Ja, weiß ich nicht. Oder das war die Fracht von dem alten und kriegt dafür irgendwie... Ich weiß. So, und hier. Telefon? Nein. Da habt ihr euer Scheiß. Entschuldigung. Da habt ihr euer wichtiges Ding. Ich rede nur so, wie Sam redet, ja? Also, glaube ich. Hallo und willkommen. Jo, grüß dich. Die Hard Man hat dich angekündigt. Oh, du hast den Server. Lass mich mal schauen. Schön, der große Lieferant hat es mal wieder geschafft. Der Server ist in perfektem Zustand. Gott sei Dank sind all unsere Daten in Sicherheit. Vielen, vielen Dank. Ich bin halt der Beste, Mann. Was willst du machen? Und ich habe noch ein Auto mitgehen lassen. Hat keiner gemerkt. Gut, ich habe vielleicht ein paar Leute umgebracht, aber hey. Oh, ich habe mal was mit 0% geschafft. Sam, ich habe deiner Liste an wechselbaren Vorräten einen Three-Wheeler hinzugefügt. Lake North City hat uns zum Dank die Baupläne zur Verfügung gestellt. Ich hab Mama ab. Dieser hat zwei Räder vorne, eines hinten und ist akkubetrieben. Er lädt sich automatisch auf, wenn er nicht in Gebrauch ist. Es erfordert Geschick, damit unwegsames Gelände zu überwinden. Hab ich gemerkt. Am besten für lange, ebene Strecken geeignet, bla bla bla. Wir sind dabei, dir ein anderes Fahrzeug zu besorgen. Darauf darfst du dich schon mal freuen. Ich hab draußen eins. Habt ihr, glaube ich, nicht mitgekriegt. Hat die Fertigungsdaten für folgendes? Ja, Langstrecke, sehr schön. Higgs-Teilchen. Oh, stimmt, da war ja noch was. Aber das werden wir, glaube ich, gleich machen.
Na, Interview hat eine. Ja. Cool. Cool, ich bin einfach awesome, so wie es aussieht. Der Stern wird immer größer. Danke, Sam. Mit den Daten können wir endlich unsere Pläne für das neue automatisierte Liefersystem vorantreiben. Ich sage den Jungs, sie sollen anfangen, die Bots zu testen. Du musst ihn zum Verteilerzentrum südlich von Lake North City bringen. Sieh am Lieferterminal nach, wenn du mehr Arbeit suchst. Die Prepper haben einiges über Fragile erzählt. Bist du sicher, dass wir ihr trauen können? Diese Sache mit Higgs. Dachte, ich hätte dir erzählt, dass sie ihn hasst. Der Feind meines Feindes, würde ich mal sagen. Aber nimm mich nicht beim Wort. Frag sie und bilde dir ein eigenes Urteil. Ob wir wollen oder nicht, wir benötigen ihre Hilfe. Sam, Fragile hier. Wie ich hörte, hast du drei Prepper ins Netzwerk integriert. Und ihnen alles Nötige geliefert. Das hast du gut gemacht. Wo wir schon mal am Quatschen sind, würde ich gerne wissen, was es mit dir und Higgs auf sich hat. Du hast Gerüchte gehört, was? Ich kann dir alles erklären, persönlich. Triff dich mit mir im Verteilerzentrum südlich von Lake Nod. Dahin bist du doch eh unterwegs, oder? Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Okay. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, okay, oh Gott. Ja, also diese Zusatzanzeigen, okay, aber ja. Ich werde erstmal trotzdem privaten Raum betreten. Wir haben erstmal wieder Lesestunde. Und ich weiß nicht, ob ich dann die Folge sogar schon, kommt drauf an, wie viel das ist. Weil ich will da echt hinterher sein, ansonsten habe ich wirklich bloß eine Folge von 2 Stunden, wo ich nur vorlese. Wäre ungünstig. Wäre für euch, glaube ich, auch ungünstig. Oder ich müsste das als Zusatzfolge machen, wen das wirklich interessiert, aber ich weiß nicht. Man sollte das wirklich gleich alles komplett machen, ansonsten. Sense wurde aufgeteilt. Bibi beruhigt. Ja, okay, gut. Ja, ansonsten, es wird sonst zu viel. Aber natürlich immer erstmal Standard pinkeln gehen und hast du nicht gesehen. Ich würde es natürlich gerne noch schaffen. Ich würde es natürlich gerne. Kein Problem. Ich würde es natürlich gerne schaffen, dahin nochmal zu kommen, weil wir haben ja auch noch einen Haufen E-Mails. Ja. Auch noch auf E-Mails dazu bekommen, die ich gerne lesen möchte. Wie gesagt, wenn ich das Spiel schon mal spiele und das so lange geht, dann möchte ich wenigstens alles vorstellen, alles zeigen, so gut es geht. Also ich sag mal so die Standardaufträge. Es wird eine Zeit. Ach schön, jetzt kriege ich auch was. Vielleicht ist mein Granatendings auch bloß voll mit dem Duschen. Was soll ich sagen? Die Standardaufträge, wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe. Wenn ich da mal irgendwann Zeit habe, werde ich das dann privat machen, damit ich ein bisschen besser vorankomme und dass ich da auch mich ein bisschen besser auflevel, aber ansonsten findet sich das denkbar ungeeignet. So, 8 neue E-Mails. Okay, die waren noch von gestern. Okay, dann fangen wir mal unten an. Jack weint. Lieber Sam. Wie läuft's denn so? Bist du immer noch unterwegs nach Westen? Wir drücken dir die Daumen. Wir gehören zur zweiten Gruppe, deshalb haben wir Emily nie persönlich kennengelernt. Von Zeit zu Zeit kam eine Holo-Nachricht, aber das war's auch schon. Doch jede Menge Meldungen hielten uns bei der Stange. Sie ist genau wie ihre Mutter. Stark, klug, auch eine Augenweide. Das ist mir natürlich aufgefallen. Aber was wirklich bei uns anklang, waren ihre an Bridget erinnernden Inbrunst und Überzeugung. Das liest sich komisch, naja, egal. Jeder von uns wäre bereit gewesen, im Dienste ihrer Vision sein Leben zu geben. Lange Rede, kurzer Sinn, setz deinen Weg fort und triff sie. Irgendwie habe ich es heute nicht so mitlesen. Uns war das nie vergönnt und wenn es soweit ist, richte ihr aus, dass wir alle weiterhin an sie und ihre Sache glauben und an ihre Mutter. Das tust du doch für uns, oder? Naja, mehr oder weniger. William Lake. Hey Sam, ich kann dir gar nicht sagen, wie schön es war, dich auf dem Boot übers Wasser kommen zu sehen. Unser Hafen wurde seit bestimmt 2 Jahren nicht mehr angelaufen. Manche Leute sagten sogar, alles Östliche von Ground Zero müsse vollständig ausgelöscht worden sein. Ab und an kam eine Nachricht vom Headquarter, aber Menschen? Nicht einer. Wurde das Cupid jemals fertiggestellt, ist
es je eine zweite Expedition geben. Wir hatten die Hoffnung schon fast verloren und dann tauchst du auf und hast noch dazu einen funktionierenden Cupid dabei. Unser Retter in der Not. Tut mir leid, ich möchte nicht undankbar klingen. Ich bin dankbar. Mehr als du denkst. Jeder Einzelne hat hier darauf gewartet, dass jemand wie du auftaucht. Und weiter westlich von hier warten schon noch mehr Leute. Deutlich mehr. Du solltest dich auf die Suche nach ihm begeben. Jo, das sind wir ja schon voll dabei. Nochmal der gute William. Naja, alles über Prepper. Als ich mit Bridges hier eintraf, haben wir örtliche Prepper besucht. Irgendwo sollten noch ein paar von Aufzeichnungsteam Gespräche zu finden sein. Sieh sie dir mal an, wenn du die Möglichkeit hast. Uns ging es vor allem darum, mehr über die Lage vor Ort zu erfahren. Und natürlich wollten wir sie überzeugen, der UCA beizutreten. Aber wir vermuteten schon, dass sie nicht unbedingt Leute waren, die mit dem Strom schwammen. Warum sonst hätten sie hier draußen sein sollen? Trotzdem stießen wir unter ihnen auch auf einige gemeinschaftsorientierte Menschen. Nicht alle saßen freiwillig in ihren Bunkern. Manche liefen vor etwas davon, andere waren in diesem Leben hineingeboren worden. Allerdings kostet es gewaltige Anstrengungen, die wenigen Prepper, die sich für einen Beitritt zu den UCA entschieden, davon zu überzeugen. Dass das chirale Netzwerk damals noch nicht in Betrieb war, machte es nicht unbedingt einfacher. Wir konnten bloß alles vorbereiten und versprechen, dass es irgendwann funktionieren würde. Und jetzt tut es das dank dir endlich. Vielleicht lenken die Skeptiker ja endlich ein. Schließlich folgen unsere Worten nun Taten. Mach weiter so, ja? Bring uns alle weiter ins Netz. Ja, das hat aber Ewigkeiten gedauert, Alter. 3 Jahre bald. So, danke nochmal, Sam. Du hast uns heute wirklich einen großen Gefallen getan. Ignoriere mich, wenn es dich nicht interessiert, aber mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit bessere Lieferbewertungen erreichst. Du musst es... Was? Du weißt, dass es sich lohnt, sich richtig ins Zeug zu legen, oder? Das Bridges-Bewertungssystem belohnt dich angemessen, wenn du den zusätzlichen Service leistest, um Menschen glücklich zu machen. Okay, apropos glücklich. Gerade ist mir wieder eingefallen, wie du zum ersten Mal hier warst und... Alter, das ist... Ich glaube, das ist eine Liebeserklärung an uns. Entschuldigung, aber das... Nee. Okay, der Alte. Na? Kämpfst du da draußen weiterhin für das gute Junge, dafür ziehe ich den Hut vor dir. Und dafür, dass du einen alten Grinskram seine Medizin gebracht hast. Dank ihr geht's mir deutlich besser. Verbindlichsten Dank. Also bekomme ich im Gegenzug dafür, dass ich einen Vertrag mit Business unterschrieben habe, Medikamente und Vorräte zu mir nach Hause geliefert? So eine Abmachung hatte ich auch schon mit Federal Express. Und auch wenn ich mir euer Netzwerk nicht so schrecklich viel anfangen kann, kann ich mir immerhin die Wetterdaten und Nachrichten einsehen. Das erleichtert mir das Leben und das alles, ohne dass ich die UCA betreten musste. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, kriegst du alles umsonst, ne? Pizza? Oh, geehrte Sandwiches. Es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Peter Englert. Nachdem ich so viel von dir gehört habe, nur Gutes natürlich, konnte ich dem Drang, mit dir zu korrespondieren, nicht widerstehen. Meine Bitte ist von so großer Wichtigkeit, dass ich sie nur dem Mann, der liefert, anvertrauen kann. Meine arme Schwester fühlt sich nicht recht wohl und ich befürchte, dass es nur eine Sache gibt, die wieder Farbe in ihre Wangen zaubern könnte. Pisa. Ob du wohl so freundlich sein könntest, das in Lake Not City zu besorgen und zu unserer bescheidenen Bleibe zu bringen? Ich bin mir der Bedeutung und Dringlichkeit deiner Reise nach Westen mehr als bewusst. Aber wenn du dir ein Herz fassen und uns helfen könntest, wäre ich daraus überaus dankbar. Oh, meine Schwester liebt übrigens Schinken. Bitte bedenke das, falls du dich dazu entscheidest, meine Bitte nachzukommen. Wo kommt der Plinzer auf einmal her, Junge? Ich bin kein Pizzalieferdienst. Aber ganz ehrlich, das müsste ich eigentlich machen. Ich hab Urlaub, ich werde mir mit Sicherheit mindestens 2-3 Mal im Urlaub Pizza bestellen. Ich bin da echt eine faule Sau. Peter Englert, aber wo finden wir den? Egal. Aber interessant. Erstes Test der Evo-Devo-Einheit. Ich weiß, dass du es da draußen ganz alleine sicher nicht einfach hast, Sam, aber du musst durchhalten. Ich habe begonnen, einige Experimente mit der Evo-Devo-Einheit durchzuführen, die du mir gebracht hast. Bis jetzt laufen sie ziemlich gut. Ich bin noch nicht so weit, dass ich Objekte perfekt nachbilden kann, aber es liegt wahrscheinlich nur daran, dass das chirale Netzwerkabdeckung noch ihre Grenzen hat. Je mehr Orte du ans Netz anbringst, desto besser werden meine Ergebnisse wahrscheinlich. Jedenfalls werde ich Bridges regelmäßig über meine Fortschritte informieren. Ich bleibe dran, verlass dich drauf. Übrigens interessiere ich mich
mich seit kurzem für die Okay, heutzutage verbinden die meisten Leute sie mit BBs oder betrachten sie als GD-Detektoren, aber ursprünglich waren sie als Allzweckscanner zum Erfassen von Leuten und verschiedenen Objekten gedacht. Anscheinend haben sie sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Viele der ursprünglichen Funktionen wurden offenbar irgendwann entfernt. Eine dieser Funktionen erlaubte es, Hologramme zu projizieren, was ziemlich nützlich sein könnte. Eine andere nutzt chirale Verbindungen, um Daten aus der Vergangenheit für moderne Anwendungen zu rekonstruieren. Ich glaube aber, dass diese Funktionen nicht für immer verloren sind. Wenn wir das Netzwerk weiterhin ausbauen, ergreift sich ja jemand die Initiative und entwirft neue und verbesserte Visionen von ihnen. Aber jetzt habe ich dir genug Zeit geraubt, Sam. Wir sollten uns irgendwann mal persönlich drüber austauschen. Ja, wir gucken mal, ne? So, was mit dem Handwerker? Hey Sam, wie kommst du mit der Bodogan zurecht? Die ist eigentlich sehr nice, Junge. Ich würde dir mir gerne noch zurückschreiben, aber irgendwie geht das leider nicht. War sie dir schon von Nutzen? Hör mal, ich hatte dann noch ein paar Ideen für neue Geräte. Seit wir zum letzten Mal miteinander gesprochen haben und mit dem chiralen Netzwerk kann man so einfache Daten austauschen, dass man so ziemlich überall Dinge herstellen kann. Eigentlich könntest du sie bei Gelegenheit für mich mal testen. Das wäre auch zu deinem Vorteil. Immerhin bekommst du es da draußen vielleicht mit Mules und irgendeinen anderen verrückten Dingen zu tun. Aber wenn du Gewalt anwenden musst, vergiss nicht, dass die Mules einmal Leute waren, wie du waren. Sie waren Boten, als die Welt vor die Hunde gegangen ist. Entschuldigung. Menschen, die versucht haben, anderen Menschen in diesem Chaos und Durcheinander zu helfen. Sie waren als Helden gefeiert worden, wenn sie nicht durchgedreht wären. Das denken die meisten Leute, mich eingeschlossen. Allerdings habe ich gehört, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Es könnte sein, dass sie ursprünglich Schmuggler waren und deshalb so gut in unwegsamem Gelände zurechtkommen. Sobald Typen, naja, irgendwas sagt mir, dass sie tief im Herzen keine Altruisten wären. Wahrscheinlich werden wir die Wahrheit niemals erfahren. Sei es drum, Sam. Ich habe ein paar der Blutgruppengranaten, die du mir gebracht hast, an Boden in der Gegend verteilt und auch ein paar Blutbeutel. Wenn sie wie angepriesen funktionieren, können unsere Leute die GDs vielleicht endlich Paroli bieten, falls nötig. Sie könnten für die ganze Gemeinschaft neue Erfahrungen bedeuten. Das ist sehr schön. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe, glaube ich, fast 10 Minuten gebracht, nur die E-Mails zu lesen. Fordere Versorgungsanfragen von anderen Boten an. Okay. Ja, Versorgungsanfragen. Wenn du etwas Bestimmtes benötigst, reichst du eine ein. Okay, du kannst Versorgungsanfragen an andere Spieler stellen, um die Lieferung von Waffen oder Ausrüstung an einen bestimmten Ort zu erbitten. Wenn ein anderer Spieler deine Anfrage annimmt und deine Vorräte liefert, werden sie dir am angegebenen Ort zur Verfügung gestellt. Okay, ich bin... Aber was? Ich mache mal bloß Stiefel, weil ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was ich hier mache. Nick Easton ist Briefkasten. Captain of City war der Anfangsursprung, ne? Ich pack mal dahin. Hey, okay, das wusste ich. Ich wollte eigentlich bloß die Trophäe haben. Aber okay. Warte, Aufträge, E-Mails. War das bei Daten? Interviews. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Hartman. Es geht noch. Ne, Die Hartman, Entschuldigung. So, Bridges... IQ, also ich weiß nicht, wie viele da haben, aber ich werde, glaube ich, nicht alles schaffen. Ich wollte eigentlich noch rüberfahren. In der Welt von den gestandenen Tod stellt die Online-Dienste eine riesige, vielleicht sogar die größte Industrie dar. Dem Wunsch der Leute nach einem reibungslosen, stressfreien Leben kam zahllosen Firmen gerne nach. Die Kunden geben Informationen über sich preis, ihre Browser-Chronik, ihre Kaufhistorie und ähnliches. Im Gegenzug erhielten sie ein angenehmes und personalisiertes Interneterlebnis. Mit dem dystopischen Überwachungsstaat, die die Menschen im 20. Jahrhundert befürchtet hatten, hatte das nichts zu tun. Es ging eher um Dinge wie zielgerichte Werbung und auf die Person zugeschnittene Gesundheitstipps. Das Internet veränderte unser Leben und in vielen Belangen zum
besseren. Aber nicht alle waren glücklich damit. Bei den Menschen begann die Sorge zu wachsen, dass es die Freiheit der Menschen schmälert. Dass wir so viel Annehmlichkeit wie ständige Überwachung und Kontrollverzicht bezahlten. Wir waren zum Mitglied der symbiotischen Überwachungsgesellschaft geworden. Natürlich gibt es Menschen, die hinsichtlich des chiralen Netzwerks ähnliche Bedenken haben. Ein durchaus beachtlicher Teil von ihnen will nichts mit ihm zu tun haben. Ich halte ihr Verhalten allerdings für naiv. Nichts ist umsonst. Vernetzte und Annehmlichkeiten haben ihren Preis und außerdem steht heutzutage deutlich mehr auf dem Spiel. Wir sprechen hier nicht über einen simplen Tausch von Privatsphäre gegen Annehmlichkeit. Für die Menschheit heißt es heute Netzwerk oder Untergang, Überleben oder Aussterben. Ja, also wenn das vor 3 Jahren war, dann kann das ja, also dieses Zukunftsszenario müsste dann eigentlich so 2022 rumspielen, was komisch ist. Das Ding ist, ich würde hier gerne weiter runter scrollen, ohne dass ich aus Versehen was... Oh. Okay, jetzt habe ich aus Versehen das letzte ausgewählt, vielleicht bleibt das noch, das sind 2, 4, 6, das sind 8 Interviews. Ganz ehrlich, ich habe ja heute schon E-Mails vorgelesen. Und ich will versuchen, vielleicht noch... Okay, das sind die Typen. Ich will vielleicht noch versuchen, wenn es geht, heute noch rüberzufahren. Das Ding ist, ich muss das jetzt alles ein bisschen... Naja. Oder ich möchte das alles so hinkriegen, dass ich mal 3 Folgen auch am Stück aufnehmen kann. Problem ist halt, die Audiospur reicht nur für 3 Folgen, sage ich mal, aus von einer Stunde. Danach laufe ich halt immer Gefahr, dass mein Schnittprogramm das zerschießt irgendwann, was scheiße ist. So, ich muss mal gucken. Ich würde gern das mitnehmen und dann, wenn es geht, mit dem Teil gleich rüberfahren. Aufträge, was habe ich denn hier? Sam. Was? Viele Kunden fordern dich namentlich an. Also während es für die Erweiterung des chiralen Netzwerks entscheidende Aufträge gibt, die du annehmen musst, gibt es andere, die du nach Belieben annehmen oder ablehnen kannst. Okay. Aber natürlich liegt es in aller Leute Interesse, dass du so viele wie möglich erledigst. Mach ich. Und so bekommst du mehr Belohnungen. Ja. Dass die mal Belohnung locken wollen. Okay, Verteilerzentrum da im Süden. Kann ich da nicht eigentlich auch hinspringen? Straßenerneuerung? Ist ja gleich in der Nähe. Und da ist Peter. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, machen wir. Waagerecht tragen. Warte mal, dann mache ich erstmal. Ich mache erstmal die eine. Ich mache erstmal den einen Auftrag. Dann machen wir das mit dem Rüberfahren doch morgen. Also ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Langschritt. Oh, jetzt habe ich ja beide hier. Ja, nehme ich. Ja, bestätigen. Ach, Spiel. Dass man hier alles 5000 Mal bestätigen muss. Ja, ich bestätige. Ja, bestätigen. Och, du Gott. Nee, warte mal. Ich muss das auf den Ding. Warte, ja, alles umladen. Warte. Nee, ich will... Ach so, ich hab das Ding ja noch gar nicht. Muss ich ja. Privater Spinnen. Ja, ich muss ja erstmal irgendwie auf die Karre kriegen. Alter, der arme junge Mann. Aber der arme Mann. Das ist echt eine Menge Material. Aber die Pizza will ich eigentlich zum Ende des Tages auch noch ausliefern. Ich will wissen, wie wichtig das da ist. Okay, ich hoffe, ich kann das gleich da anbringen. Sam, um eine neue Straße zu bauen, musst du zuerst zum Straßenbaugerät. Ja, kann ich vielleicht... Ich kann das nicht als Fahrzeug laden? Warte. Ich habe doch hier draußen noch meins. Und wie kann der überhaupt so laufen? Wie kann der überhaupt so laufen, Alter? Der muss die ganze permanent vorne überkippen. So, wo ist meine Karre? Das werde ich doch wohl hier verstauen können, oder? Da kann ich nämlich auch gleich alles mitnehmen. So, warte, nicht so schnell. Frachtmenü öffnen. So. Ich werde erstmal das
XXL, ja. So, das wählen wir mal aus. Laden Fahrzeug. Laden Fahrzeug. Ein Glück habe ich die Karre mitgenommen, ey. Okay, der Rest geht. Nein! Ich habe es immer noch nicht mit der Bestätigung drauf. Das ist eigentlich furchtbar. Ich meine, schön, dass ich mein Moped da habe, aber mit dem Moped kann ich halt nicht... Was soll denn das hier für ein Schild, bitte, hä? Das finde ich nicht okay. Das finde ich gar nicht okay. So. Auf Rücken laden. Zack. Ja, ich lass dich da. Ich meine, das könnte ich vielleicht noch mir vorstellen, aber... Trotzdem, das sind 40 Kilo auf dem Rücken, das ist eigentlich abartig. So, pass auf. Wir sind ja da, wir sind ja... Hier, komm, steig ein. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Das ist ja an sich... Ist ja gleich hier unten. So. Markierung 2b. Und passt schon. Oh, das müsste ja trotzdem ganz schnell gehen. Hoffe ich. Wenn nicht, dann... Naja. Kann sein vielleicht, dass die nächste Folge ein bisschen kürzer wird. Aber solange ich noch motiviert bin, das ist bei mir auch manchmal so ein Problem, wenn ich mehrere, sag ich mal, mehr oder weniger Anläufe brauche. Ist das immer... Ja, nicht Anläufe brauche. Ich habe es ja am gestrigen Tag auch gemacht. 3 Aufnahmesessions, a 2 Stunden. Und dann ist irgendwie so... Wirf es an, dann hast du schon bald eine Straße. Warte mal. Wo ist denn das? Ist das jetzt das? Ist das... Das ist es doch nicht, oder? Konstruktionsmenü? Oder ist das das hier? Automatische Straßenbaugeräte. Erneut die Straße und genug Materialien. Okay, Konstruktionsmenü? Will ich ja gar nicht. Wie kann ich denn damit interagieren? Ich muss das machen, oder? Menü öffnen, nee, da, oh Gott. Sieht ihr die Spieler an, ja. Warte, ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. An der Straße, im vorgesehenen Bereich. Na, ich bin ja hier und warum soll ich jetzt Konstruktionsmenü? Ich will das liefern. Ich will das liefern. Warum kann ich das nicht einfach liefern? Oder ist das das hier? Ich verstehe es nicht. Das ist ein Gemeinschaftsbriefkasten. Will ich nicht. Ich will hier erstmal... Ich verstehe es nicht. Zerstörte Keramik, okay. Aber es steht... Ach, ich hätte gedrückt halten sollen. Entschuldigung. Die erste Expedition hat ein Straßenbaugerät zurückgelassen, aber das alleine reicht nicht aus. Du hast kein Material für das Straßenbaugerät dabei. Okay, kehre nach Lake North City zurück und hol dir, was du brauchst. Willst du mich verarschen? Oder wenn du Lust auf was anderes hast, könntest du auch mit deinem Frachtscanner nach Vorräten suchen. Halt die Klappe, ich hab was dabei. Gibt Strom. So, warte mal. Was brauche ich denn? Ach, Chiralkristalle. Na, ein Glück, dass ich die noch nicht, ne? So, muss reichen. Ist voll. Metalle. Metalle habe ich nicht. Aber Keramik. Material hinzufügen. Und dann brauche ich bloß Metalle. Und dann haben wir es doch. Du hast mehr Material eingereicht. Als für diese Verbesserung erforderlich ist. Ja, okay. Pff, mir egal. Da fehlt aber eh noch was. Warte mal. Hier habe ich nur Keramik. Metalle braucht man, ne? So. Frachtmenü öffnen.
Metalle. 40 Kilo, ich weiß nicht, ob da einmal reicht. Auf dem Rücken tragen. Ich werde mal einfach zweimal Metalle mitnehmen und dann gucken wir mal. Oh, warte. So, Straße erneuern. Wie viel Metall brauchst denn du? Ja, Keramik ist voll, weiß ich. Ist wirklich für... Warte mal. Umladen? Ja, ist zu viel, ich weiß, aber... Pff. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da jetzt hätte anders auswählen können. Und wir wollen ja auch mal ein bisschen vorangehen. Wir wollten eigentlich noch Pizza heute liefern. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Yay. Nice. Sehr schön. Toll gemacht, Sam. Oh, den Problem. Diese Straße sieht herrlich aus. Ne, hab ich sehr gut gemacht. So, Keramik lade ich mal. Nee, will ich nicht. Falsche Keramik. So, das laden wir mal auf Fahrzeug. Okay. Das ist erst der Anfang. Der Bau eines kontinentalen Verkehrsnetzes ist entscheidend für unsere Zukunft. Oh Gott. Setze darum unbedingt jedes Straßenbaugerät ein, das du findest, um unsere Haupt- und Nebenstraßen wieder aufzubauen. Werde ich versuchen. Ich wollte eigentlich bloß in die Karre rein. Wie viel leichter wäre deine Arbeit, wenn du von Küste zu Küste fahren könntest? Ja, hat er eigentlich recht. Hat er eigentlich recht. Mit anderen, das ist das, was ich meinte, mit anderen zusammenzuarbeiten, um Straßen zu errichten, überall im Land. Ist eigentlich auch eine spannende Idee. Aber ich werde im Let's Play dafür, glaube ich, kaum Zeit haben. Und da sind manche Leute so fix drauf. Mit Sicherheit, da wird schon extrem viel gebaut werden. Bis ich dann mal dazu komme, nach der Hauptstory dann vielleicht dann weiterzumachen. Könnte, oh, Entschuldigung. Könnte ein bisschen schwierig werden. Also, dass dann nicht eigentlich schon alle Leute was fertig gemacht haben. So, was ich aber eigentlich noch sagen wollte, ich werde das mit der Pizza auf jeden Fall morgen machen und dann fahren wir auch morgen rüber. Wie gesagt, von der Zeit her ist das, ja, ich bin da ein bisschen schlimm, was Folgenlängen angeht und auch von dem, was ich mehr oder weniger schaffen möchte. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ich bin jetzt schon bei 2 Stunden und ich denke mal, dass vielleicht die nächste Folge auch nochmal länger werden könnte. Es liegt eigentlich bloß an Order City, mehr nicht. Und nee, es liegt nicht an Order City, es liegt an meinem Schnittprogramm. Aber was willst du machen? Und ich habe dann keine Lust, dann extra nochmal alles nochmal zu schnippeln, extra zu schnippeln, damit das irgendwie passt. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge von Death Stranding wieder. Also bis dann, ciao, ciao.